Vielen, vielen Dank für die einleitende Geschichte zur Predigt und ich will euch alle willkommen heißen zu diesem besonderen Gottesdienst hier. Wir werden 4 Sabbate hintereinander haben, an denen wir uns, wie Julia schon angedeutet hat, die Geschichte von dem biblischen, alttestamentlichen Josef uns gemeinsam anschauen werden. Es macht keinen Sinn, dass ich jetzt erstmal darüber erzähle, bevor wir uns den Text nicht angeschaut haben. Deswegen bitte ich euch, die Bibeln aufzuschlagen und gleich im ersten Buch von Mose, dort hinten gibt es übrigens Bibeln in derselben Übersetzung, die ich auch vorlesen werde. Also das heißt, wenn jemand mitlesen möchte, ist er da herzlich eingeladen, sich einfach da eine Bibel zu nehmen. Ganz am Anfang der Bibel, das erste Buch dieser Bibel, das ist unterteilt in verschiedene Kapitel. Und das 37. Kapitel, das sind die großen Zahlen, die dort stehen, da beginnt die Geschichte von unserem Hauptakteur hier, von Josef. Und das Kapitel möchte ich euch gerne hier vorne vorlesen. Also in dem Bibel, die ich hier halte, Seite 29, ganz am Anfang, das Kapitel 37, Josef, der Bevorzugte unter seinen Brüdern. So ist die Überschrift von diesem Kapitel. Also Seite 29 in den Bibeln, die ich hier halte. Oben ganz klein stehen die Seitenzahlen. Auf der Seite. Jakob aber wohnte im Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Und das ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhals und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was ich für einen Traum gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden, willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn und noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist denn das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollten etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel, das ist der andere Name für den Vater Jakob, zu seinem Sohn Josef, weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Da sprach er zu ihm, geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde. Und bringe mir Bescheid. So sandte er ihn aus nach dem Tal Hebron und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld. Und er fragte ihn und sprach, was suchst du? Und er antwortete, ich suche meine Brüder, sag mir doch, wo sie weiden. Und der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen, lass uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun von ferne aber sahen, ehe er in der Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen, dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben aber dies hörte, rettete er ihn vor den Händen seiner Brüder, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand retten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug. Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser drin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen gehoben hatten und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Tragakant, Balsam und Ladanum.
Und sie zogen ihn ab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut vergeben? Kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch, und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge und diese brachten Josef nach Ägypten. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne, da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach: Der Knabe ist verschwunden und ich, wo soll ich hingehen? Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock zurück zu ihrem Vater und ließen ihm sagen: Das haben wir gefunden, sieh doch, ob es nicht der Leibrock deines Sohnes ist. Und er erkannte ihn und sprach: Es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob, der Vater, zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach: Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Aber die Midianiter verkauften ihn, also den Josef, nach Ägypten, an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, des Obersten der Leibwache. Der geschichtliche Rahmen von dieser Predigt bewegt sich in einer Zeit, die lange vor unserer Zeit gewesen ist. Wenn wir zurückgehen 2000 Jahre zu Jesus Christus, werden wir sehen, dass es davor Jahrhunderte eine Zeit gegeben hat von Propheten, die die Geschicke Israels geleitet haben. Davor, einige Jahrhunderte, gab es die Zeitepoche der Könige, König David, König Salomo, die die Geschicke des israelitischen Reiches gelenkt haben. Vor den Königen haben wir die Zeitepochen der Richter. Das ist so eine Art Vorläufer der Könige und der Propheten, die später sein werden. Leute, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Geschicke Israels irgendwie geleitet wurden. Und vor den Richtern gab es die Epoche der großen Patriarchen, der Familien, Stammesoberhäupter. Und die bekanntesten von denen sind zum Beispiel Abraham, den wir kennen. Und die großen drei Weltreligionen berufen sich ja genau auf diesen Stammesvater Abraham. Der Islam, das Judentum und das Christentum, alle haben ihre Wurzeln irgendwo bei Abraham. Und dieser Abraham bekommt einen Sohn und dieser Sohn heißt Isaak. Der heiratet und bekommt dann zwei Söhne, Zwillingsbrüder, die eine ganz problematische Beziehung miteinander gehabt haben. Und einer von diesen zwei Zwillingsbrüdern war nämlich dieser Jakob, dieser Vater, der hier diese Geschichte erlebt. Wir können in den Kapiteln davor seine Geschichte lesen und die ist auch höchst interessant. Aber wir sind jetzt angekommen bei der Geschichte, wo dieser Jakob mittlerweile über 90 Jahre alt ist. Der hat 12 Söhne bekommen, von einer Tochter wissen wir, von den anderen vielleicht nicht so viel. Aber der Mann ist relativ alt geworden, der hat im hohen Alter seinen Sohn Josef bekommen. Und dieser Josef, um den wird es die nächsten 14 Kapitel gehen. Eine Geschichte, die unglaublich interessant ist für mich persönlich, aber ich hoffe für euch auch. In diesem Setting wird dann die Geschichte eines 17-Jährigen eröffnet, der zwei große Träume gehabt hat, die damals niemand verstehen konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob Josef selbst das verstehen konnte, was er dort geträumt hatte, aber offensichtlich war es ihm wichtig, das seinen Brüdern zu erzählen. Und die nächsten 4 Sabbate werden wir genau diese Geschichte mitverfolgen, eine Geschichte von einem Sklaven. Er ist jetzt in der Sklavenschaft angekommen, der sich zu einem der erfolgreichsten ägyptischen Staatsdiener entwickeln wird. Eine Erfolgsgeschichte, die man sich normalerweise so nicht vorstellen kann. Eine Geschichte, die sehr, sehr viele Tiefschläge beschreiben wird in dem Leben von Josef. Aber eine Geschichte, die zeigt, dass der Mensch gerade in den Phasen seiner Tiefschläge, der schlimmsten Momente in seinem Leben, Gott auf eine unglaubliche, besondere Art und Weise erleben kann, wie er es vielleicht sonst nicht erleben könnte. 2 Schwerpunkte heute in den nächsten 20 Minuten möchte ich auf dieses Kapitel legen, nämlich den Schwerpunkt Familie und den Schwerpunkt dieser Träume. Wir können gar nicht diese Geschichte von Josef anfangen, ohne einen Blick auf seine Familie zu werfen, auf die Verhältnisse, die es dort gegeben hat. Und wir können jetzt schon erspüren, durch den kleinen Text, den wir gelesen haben, dass diese Familie nicht gut funktioniert hat miteinander. Man muss kein Pädagoge sein oder Psychologe. Diese Texte sagen uns, dass dort etwas nicht gestimmt hat in dieser Familie. Wir leben heute auch in einer sehr, sehr anspruchsvollen Zeit, in der die Familien es unheimlich schwierig haben. Und ich rede jetzt nicht
von den 163.000 Scheidungen, die es letztes Jahr vielleicht gegeben hat. Ich rede jetzt auch nicht von den krassen Fällen von Kindesmissbrauch, zum Beispiel in Familien, wo die Zahlen variieren von 2 bis 20% in ganz Deutschland. Man ist sich da nicht einig. Ich rede nicht von diesen krassen Krisen, die es gibt. Ich rede aber auch von der grundsätzlichen Frage, wie unsere Familie heute überhaupt aufgebaut ist. Ich meine die ganz normale Familie, die irgendwie alle irgendwo an einer Stelle ein gestörtes Verhältnis irgendwo haben und wo wir bei einer normalen Familie, wo wir den Eindruck haben, da läuft nichts schief, auf einmal skeptisch werden und sagen, naja, irgendwo ist da eine Leiche begraben, irgendwo gibt es so einen Onkel, irgendwo gibt es eine Cousine, irgendwo ist etwas gestört. Es kann doch nicht sein, dass es eine Familie gibt, die nicht irgendwie innerlich zerstört oder gestört ist. Jesus wird interessanterweise viele hundert Jahre später, wenn er vom Evangelium spricht und er spricht davon, wie auf einmal das in den Familien sich offenbaren wird, er sagt einen Text in Lukas 12, 52, der eigentlich erschütternd ist, aber genau das beschreibt, was wir heute oftmals erleben. Er sagt, denn von nun an wird es so sein, wenn 5 Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. 3 werden gegen 2 stehen und 2 gegen 3, der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Und, ganz interessant, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Das Neue Testament beschreibt die Familie von Jesus Christus selbst als eine relativ nicht harmonische Familie. Wir kennen Verse, wo seine eigenen Brüder ihn nicht glauben, was er sagt, und sie ihn nach Jerusalem schicken und sagen, geh dorthin predigen, die sollten dich auch hören, obwohl sie ganz genau wissen, dass er dort gesucht wird und man ihn dort nach dem Leben trachtet. Wir kennen Szenen von Jesus Christus, wie er dort predigt in einem Haus und seine eigene Mutter kommt und sagen, schickt ihn raus, der soll nicht weiterreden, denn er ist von Sinnen, sagen sie an manchen Stellen. Und die Familie von Josef hier ist eine, die alles mit sich bringt, was eine kaputte Familie nur ausmachen kann. Diese Familie hat einen religiösen Überbau, der alles nur noch schärfer zum Vorschein bringt. Ein religiöser Überbau einer Familie ist nichts Schlechtes, ja? Aber manchmal sind die Erwartungen an eine religiöse Familie ein bisschen höher als eine nicht religiöse Familie. Und alles, was dort passiert, steht in einem viel stärkeren Kontrast zu dem, wenn man nicht diesen großen Anspruch hätte von einer Perfektion, von einem super Beziehungen zwischeneinander, wo alles perfekt ist und alle nur schweben und lachen und alle sich toll verstehen und es keinen Streit und keine Schwierigkeiten gibt. Wir haben hier einen Vater, den Jakob, der offensichtlich ein gestörtes Verhältnis zu seinem Vater hatte, wenn wir seine Familiengeschichte uns mal anschauen. Und dann hat er ein ganz gestörtes Verhältnis zu seinem eigenen Bruder gehabt, den lange Zeit umbringen wollte und sie sich dann irgendwann mal vertragen haben. Und offensichtlich ein Vater, der so die grundpädagogische Regel nicht einhält, der hat so viele Söhne, aber er bevorzugt einen so offensichtlich, dass es auch jeder mitbekommt. Er schenkt ihm besondere Kleider und er zeigt, hör zu, das ist mein Sohn, den ich in meinem hohen Alter gewonnen habe. Ihr anderen seid alles okay, aber der, das ist ein ganz besonderer. Ja? Dann wird in dem Kapitel davor, das könnt ihr zu Hause machen, etwas beschrieben, was unglaublich ist, nämlich ein sexueller Skandal in dieser Familie, wo der Älteste, der Ruben, der ihn später retten will, mit seiner eigenen Stiefmutter schläft, aus welchen Gründen auch immer, und das ihn letztendlich auch die Nachfolgeschaft in seiner Familie kostet. Und das müsst ihr euch vorstellen, dass man das alles erlebt, innerhalb eines Zeitraums von einem 17-jährigen Jungen, alles das passiert in der Familie von Jakob. Und wir wissen nur eine Reaktion von Josef, von unserem Josef hier, ist nämlich, dass er die ganze Zeit rumgepetzt ist, zu seinem Vater gerannt und gesagt, die Brüder haben das gemacht, die haben das gemacht, die haben das gemacht und so weiter. Eine der kompliziertesten Sachen, meine Lieben, in unserem Leben, sind unsere innerfamiliären Beziehungen. Ist es nicht so? Die Komplikationen, die sind nicht nur emotionaler Art oftmals, sondern sie manifestieren sich manchmal in Handlungen, wo wir uns gegenseitig auch innerhalb unserer Familien verletzen. In keinem anderen Bereich unseres Lebens haben wir so sensible Antennen für Störungen, wie wenn es um die eigene Familie geht. Wir müssen nicht mal viel sagen, wir müssen nicht viel aussprechen, aber wir spüren, wenn etwas gestört ist. Wir spüren ganz genau, wenn die Beziehung gestört ist. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist ein hochkomplexes Thema eigentlich, ja. Erwartungen, Liebe, Nähe, Distanz, alles interessante Fragen. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist auch eine sehr interessante Frage.
hochkomplizierte Frage ist die Frage zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Ihr könnt nur leicht nicken, wenn ihr mir zustimmt. Ihr müsst es nicht offensichtlich machen. Aber wie viele Familien sind genau daran zugrunde gegangen, weil es Verhältnisse gegeben hat innerhalb einer Familie, die irgendwie nichts miteinander konnten und man es nicht auf die Reihe bekommen konnte. Und dann eine ganze Kaskade von Schuldzuweisungen und fehlender Identifikation und Konfliktverhalten, was ganz seltsam ist und so. Das, was uns am nächsten ist, das, was uns die meiste Kraft geben müsste, das, was uns die größte Wärme bescheren könnte, kann sich manchmal entwickeln zu dem Ort, der mich am meisten verletzt, am meisten kaputt macht und am meisten links liegen lässt. In keinem anderen Bereich haben wir es so schwer, die Dinge auch beim Namen zu nennen und uns helfen zu lassen oder uns auch korrigieren zu lassen, wie in unserem familiären Umfeld. Keiner hört sich gerne Belehrungen an, wenn es um meine eigene Familie geht. Keiner hört gerne, dass mir jemand von außen sagt, wie es in meiner Familie läuft. Das ist ein natürlicher Reflex, den wir haben, sagen, du hast deine Familie, ich habe meine. Meine Lieben, ich bin seit 13 Jahren Prediger mittlerweile und von dem ersten Tag in meinem Dienst gibt es einen Bereich, der sich durchzieht durch die Arbeit, die ich mache, nämlich es ist der Bereich der nicht gut funktionierenden Familien, die man begleitet. Die nicht gut funktionierenden Familien scheinen die einfach eine Realität geworden zu sein von dieser Welt, vielleicht war es immer so. Und die Spanne dieser Intensität von diesem Phänomen, die ist sehr, sehr groß. Wir haben in dem Extremfall, wie ich vorhin angedeutet habe, die ganz großen Dinge von Gewalt, von Missbrauch, von wirklich großen Katastrophen, die passieren innerhalb einer Familie. Und offensichtlich war Josef in so einer Familie, die immer wieder mal so eine Katastrophe erlebt hat, wo die gemeinsam irgendwie da durchkommen mussten. Aber auf der anderen Seite, denn nicht wie hier alle, die durchleben nicht permanent irgendwelche Riesenkatastrophen, auf der anderen Seite aber diese stille Entfremdung, die es manchmal zwischen Familienmitgliedern gibt, wo wir sagen, ich würde mir das anders wünschen. Es ist nichts Großartiges passiert. Es gab keinen großen Streit. Es wurde niemand großartig verletzt. Aber man hat das Gefühl, dass man den eigenen Bruder vielleicht nicht mehr gut kennt. Die eigene Schwester nicht mehr gut kennt. Man hat keinen Bezug mehr zu seinem eigenen Vater, zu seiner eigenen Mutter. Man guckt sich die eigenen Kinder an und fragt sich, wer sind die überhaupt? Im übertragenen Sinne. Eine stille Entfremdung, wo wir das gar nicht mehr fassen können und gar nicht sagen können, wo hat es angefangen? Wo hat es einen Punkt erreicht, wo wir uns nicht mehr drehen können? Das ist das, worüber Menschen leiden in ihrem Leben, oftmals in dieser Welt. Dem Josef, dem schlägt aber blanker Hass entgegen. Das ist keine subtile Sache hier an der Stelle. Er weiß, woran er ist. Josef lästert über seine Brüder, sagt 37,2 im dritten Vers. Jakob liebte seinen Sohn Josef mehr als alle anderen. Vers 4 sagt, und sie hassten ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Kennt ihr das? Wenn du jemanden nicht mal grüßen kannst, richtig, ja? Wo du das gerne nutzt, die Gelegenheit, jemanden zu ignorieren, ja, weil du diesen Moment nicht haben willst, wo du vor ihm stehst, um ihm Hallo zu sagen, weil es etwas zwischen euch gibt. 37,5 sagt, und sie hassten ihn noch mehr, er steigert sich. 37,9 sagt, sie hassten ihn wegen seiner Träume und seiner Reden, jetzt wird es konkret. 37,11, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, auf einmal wird ihr Motiv gezeigt, worum es denn eigentlich geht. Und 37,20 sagt, lasst uns ihn erschlagen. Wo der ganze Aufbau der inneren Gefühle, der Wallungen irgendwann mal sich einen Weg bahnt in einer Aktion und die ist destruktiv. Lasst uns ihn erschlagen. Eine gute und funktionierende Familie ist offensichtlich kein Automatismus. Es ist eine große Investition und manchmal eine große Anstrengung. Und ich frage mich, ob ich tatsächlich, ich persönlich, von den Fehlern meiner Vorfahren lerne oder ob ich im Begriff bin, die im Grunde genommen nur zu wiederholen. Für Josef stehen die Chancen in jeglicher Hinsicht ganz, ganz schlecht hier. Er wird geboren, wo sein Vater quasi auf der Flucht vor seinen Brüdern ist, vor seinem Bruder ist. Stellt euch das vor, du bist ein kleiner Junge, du bist auf die Welt gekommen, man erklärt dir die Welt und man weiß von diesem einen Bruder, aber wir verstecken uns gerade vor diesem Bruder, denn der Bruder will Papa umbringen. Und das Leben besteht darin, sich auf der Flucht zu verstecken, weil man diesem Onkel nicht begegnen will.
Da gibt es diese eine Szene, wo es am Ende zu diesem Showdown kommt und die zwei Brüder kommen und da gibt es diese Szene, die beschrieben wird, wo Esau, der Bruder von Jakob, mit 400 Männern entgegenreitet und wie sie alle zittern und nicht wissen, was passieren wird, wenn Onkel Esau da ist. Und warum kommt Onkel Esau mit 400 bewaffneten Männern? Ja? Das ist die Kindheit von Josef. Als kleiner Junge erlebt er, wie er in der Stadt Sichem sind. Die ganze Sippe ist da, seine großen Brüder Ruben, Simeon, Levi und wie sie alle heißen, sie sind da. Und er merkt als kleiner Junge, dass es dort einen Skandal gegeben hat. Seine ältere Schwester Dina, sie ist eine hübsche, eine große gewesen, er war noch ein kleiner Steppke, sieht zu, sie ist verweint, sie kommt dort wieder, sie verhandeln, denn sie wurde dort vergewaltigt von einem aus Sichem, der hat sich dann aber in sie verliebt, sie wollten heiraten und es gibt einen Trick, die sagen, alles klar, wir werden dort bleiben bei euch, wir werden in Sichem bleiben, wenn ihr aber konvertiert zu unserer Religion. Und die sagen, okay, wir konvertieren, was müssen wir tun? Und die sagen, okay, müsst euch alle beschneiden lassen. Und sie lassen sich alle beschneiden. Und in der Nacht, als das passiert, kommen Simeon und Levi, die zwei großen Brüder von Josef, reiten in diese Stadt in Sichem rein und bringen alle Männer um. Und schon wieder müssen sie alle die Sachen packen. Er weiß nicht, was dort passiert. Er weiß nur, zwei seiner großen Brüder haben ein Massaker. Die haben eine Stadt umgebracht. Und sie müssen die Sachen packen. Sie müssen fliehen, weil wer weiß, was dann passiert. Und Josef wird älter und er wird älter und er ist jetzt sich etabliert. Er weiß, was Sexualität bedeutet. Er ist ein kleiner Teenager geworden. Der erste Flaum kommt und was weiß ich. Er schaut zu seinem großen Bruder Ruben auf. Ist der Erstgeborene, der die Familie weiterführen wird. Ein großer, kräftiger Kerl. Aber Ruben hat ein psychisches Problem wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ich es mir sonst erklären soll, dass er zu seiner Stiefmutter ins Bett steigt und mit der dort was macht. Und alle wissen das auf einmal. Der Familienrat tagt zusammen. Er sitzt an der Seite und hört zu, wie Jakob einfach seinen ältesten Sohn in die Augen schaut und sagt, wie konntest du so etwas tun? Und wir wissen vom Vater Jakob, dass er das Zeit seines Lebens nicht vergessen hat. Wir haben am Sterbebett, später wird er das nochmal erwähnen. Das ist die Geschichte von Josef. Das ist die Geschichte von seiner Familie. Von der Art und Weise, wie er aufgewachsen ist. Was er mitbekommen hat, wohlgemerkt, alles mit einem religiösen Überbau, wo man Gott Opfer gebracht hat, zu ihm gebetet hat, Gottesdienste gefeiert hat und miteinander die Größe Gottes an vielen verschiedenen Stellen gefeiert hat. Und ich frage euch jetzt, was soll aus solch einem Jungen werden? Was soll aus einem Menschen werden, der so eine Geschichte hat? Und nicht, dass es das nicht genug ist, dann bekommt er noch Träume. Stell dir vor, du hast Träume. Ja? Wer hat es gesagt? Weizsäcker, wer Visionen und Träume hat, sollte lieber zum Arzt gehen, nicht wahr? Stell dir vor, du hast einen Traum, wo du der König bist. Stell dir vor, ich habe den Traum heute Nacht, dass ich hier stehe und ihr alle niederknien müsst und mich anbeten müsst. Und stellt euch vor, ich erzähle euch diesen Traum. Liebe Gemeinde, heute Nacht habe ich geträumt, dass ich heute stehen werde und Gott hat mir gezeigt, dass ihr alle auf die Knie gehen sollt und mich anbeten sollt. Es wäre ein seltsamer Moment, oder? Wenn ich das hier aussprechen würde. Ich sage, Leute, das ist wirklich so, denn ich habe auch einen zweiten Traum gehabt. Denn der zweite Traum hat gesagt, ihr sollt nicht nur mich anbeten, sollt nicht nur auf die Knie gehen und mich als König sehen, sondern ihr sollt jetzt euer Portemonnaie rausnehmen und mir all euer Geld geben. Hat mir Gott so gesagt. Ich kann nichts dafür. Ja? Ich habe mich manchmal die Frage gestellt, wieso bringt Gott Josef in diese Situation? Warum gibt er ihm diesen Traum? Ja? Damit er sich vor seinen Familienmitgliedern auf diese Art und Weise blamieren muss. Seine Träume. Nicht nur, dass er in diesen Verhältnissen aufwächst, meine Lieben. Nein, er bekommt Träume und er denkt offensichtlich tatsächlich, dass das jemanden interessieren wird. Er kann nicht anhalten und er muss es seiner Familie erzählen. Und in beiden Träumen, das haben wir gerade gelesen, geht es darum, dass er eine große Rolle spielen wird in der Zukunft, aber dass seine Familie offensichtlich auf irgendeine Art und Weise abhängig sein wird von ihm. Meine Lieben, könnt ihr euch erinnern daran, wie ihr wart, als ihr 17 Jahre alt gewesen seid? Wovon habt ihr geträumt, als ihr 17 Jahre alt gewesen seid? Ich bin vor vielen, vielen Jahren 17, hier gibt es einige, die noch viele, viele Jahre mehr haben auf dem Buckel, aber mit 17 ist man schon ein besonderer Mensch, oder? Mit 17 hat man Träume, Ideen, man guckt in die Zukunft und man malt sich Dinge aus. Aber offensichtlich ist es so, dass viele von diesen Dingen, wenn nicht die meisten, nicht der Realität entsprechen später, wenn Jahre ins Land ziehen. Wenn ich daran denke, woran ich vor 21 Jahren geträumt habe, als ich 17 Jahre alt gewesen bin, so ziemlich gar nichts hat sich erfüllt.
Mit 16 wusste ich schon, dass ich meine Frau heiraten will. Und davon habe ich geträumt. Das ist die einzige Sache, mehr brauche ich auch nicht, die sich erfüllt hat von meinen Träumen, als ich 16, 17 Jahre alt gewesen bin. Aber alles andere, meine Karrierepläne, meine Pläne von Familie, alles das, das hat sich nicht erfüllt in meinem Leben. Das Leben ist anders gekommen. Es hat sich verändert. Wir leben in einer Welt von Träumen. Wir sind umgeben von Traumfabriken. Wir fahren nach Manchester United und wollen uns dort ein Spiel anschauen. Das ist nicht so witzlos wie die Allianz Arena oder was weiß ich, sondern das ist das Theater der Träume, so nennen sie ihr Stadion. Hollywood ist die Traumfabrik und jeder Schauspieler, jeder Regisseur, bei jeder Bekanntmachung von einem neuen Film sagte, ja, wir müssen den Traum aufrechterhalten. Wir müssen über Träume reden, denn die werden uns einen Weg in die Zukunft letztendlich zeigen. Künstler sagen uns, dass uns niemand unsere Träume nehmen kann. Millionen Umsätze werden mit Ratgebern gemacht, wie wir unsere Träume umsetzen müssen. Verschiedene Schritte, die wir gehen müssen, damit der Traum in Erfüllung geht und so weiter und so weiter. Michael Bublé, ich weiß nicht, ob ihr es gestern gelesen habt, dieser bekannte, gute Sänger, er singt von diesem wundervollen Traum, dieses tolle Lied aus den 40er Jahren. Und jetzt erfährt er aber, dass er so krebskrank geworden ist mit 3 Jahren und sein Leben verändert sich völlig. Die Karriere ist beendet, er muss ganz andere Prioritäten setzen. Es gibt keinen Traum vom Erfolg mehr. I have a dream, Martin Luther King, steht dort in Washington vor dem Monument und spricht in eine Zukunft und er sagt, ich träume von einer Zeit, wo wir uns dessen bewusst sein werden, was unsere wahren Werte sind, nämlich, dass alle gleich sind, dass es keine Unterschiede gibt und die Zeit wird kommen. Wenn es eine Zeit gegeben hat, meine Lieben, wo die Menschen nicht gleich sind in Amerika, dann ist es heute bei der Wahl. Übermorgen, wann geht's los? In 3 Tagen. Träume, Träume, Träume. Eines Tages, sagt Salvador Dalí, eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes. Und viele Menschen leben in einer eigenen Traumwelt. Viele Menschen leben in einer Traumwelt, wo sie sich die Zukunft auf eine Art und Weise ausmalen und vorstellen und Jahr für Jahr merken, dass sie diesem Traum, der Erfüllung dieses Traumes, nicht einen Meter näher gekommen sind. Und dann gibt es halt die Realität. Und das ist so der miese Bruder vom Traum, die Realität. Ich bin in Berlin-Neukölln aufgewachsen, ja? Und ich kann euch sagen, dass es einen Unterschied gibt, wenn es um Traumerfüllung geht, ob du in Berlin-Neukölln aufgewachsen bist oder in Starnberg. Es gibt äußere Umstände darüber, die darüber entscheiden, ob dein Traum Realität werden kann oder nicht. Und da reicht es nicht nur, hart zu arbeiten. Da reicht es nicht nur, sich anzustrengen. Es gibt so viele Aspekte in unserem Leben, die wir nicht kontrollieren können, die darüber entscheiden können, ob sich unser Leben verwirklicht, so wie wir uns das vorstellen, oder auch nicht. Es gibt vieles, das wir nicht kontrollieren können. Einer träumt vielleicht von einer Familie. Die Realität am Ende ist aber eine dreckige Scheidung oder ein krankes Kind oder sonst was. Man hat Träume von der Zukunft. Einer träumt von einer Sportlerkarriere, findet sich aber irgendwann mal im Rollstuhl wieder. Und das Leben hat eine ganz andere Wendung genommen. Ich träume von einer Sache, aber die Realität ist eine völlig andere. Und Josef träumt von einer Garbe, wie sich alle niederknien, wie sie alle ihn anbeten. Und er träumt davon, wie die Sonne und der Mond und die 11 Sterne sich vor ihm niederbeugen und ihn anbeten. Aber wisst ihr, was seine Realität ist? Seine Realität ist eine Zisterne, wo er halbnackt rumliegt, nichts zu essen bekommt, nichts zu trinken bekommt und nicht weiß, ob er den Tag überhaupt überleben wird. Und manchmal könnte man verrückt werden in einer Welt, weil die Diskrepanz zwischen Traum und Wirklichkeit so groß zu sein scheint, so unüberbrückbar. Das scheint so weit weg zu sein und wir stellen uns die Frage, woran liegt das? Muss ich kleinere Brötchen in meinen Kopf backen oder muss ich mich mehr anstrengen, damit ich dort ankomme? Und wie Josef mit dieser Diskrepanz umgeht, meine Lieben, das werden wir die nächsten Sabbate miteinander hier besprechen. Aber was ist mit uns? Was ist mit uns persönlich? Haben wir Träume von unserem Leben? Sehen wir in eine Zukunft und wünschen uns etwas? Malen wir uns etwas aus in der Zukunft, was noch nicht da ist? Und wir uns die Frage permanent stellen, wie kommen wir zu diesem Ort? Wie kommen wir zu diesem Punkt, wo sich dieser Traum erfüllt hat? Oder hat sich bei euch mittlerweile der Traum so sehr zerschlagen, dass wir gar nicht mehr wagen, mehr zu wollen und es immer wieder sagen, bloß nicht träumen, bloß keine Wünsche haben, denn es kommt sowieso immer schlecht, es wird alles zerbrochen werden. Alles, was ich mir immer erwünscht habe im Leben, das ist nicht eingetreten.
Die meisten würden von uns, vermute ich mal, nach so einer Misshandlung, wie sie der Josef erlebt hat, zerbrechen. Aber Josef tut es offenbar nicht. Manche von uns wurden vom Leben nicht besonders gut behandelt. Und es ist so, man kann sich das kaum erklären, warum der eine auf der Sonnenseite lebt und der andere permanent leiden muss in seinem Leben. Klar, für manche Dinge sind wir selbst verantwortlich und müssen die Konsequenzen tragen für die Entscheidungen, die wir treffen im Leben. Aber manchmal ist es scheinbar willkürlich. Der eine hat den goldenen Löffel bekommen und der andere muss kämpfen für sein Leben. Offensichtlich ist das die Realität, in der wir heute leben. Und manche verschließen sich und manche haben regelrecht Angst davor, etwas von ihrem Leben zu verlangen, weil die Erfahrungen in ihrem Leben eigentlich immer enttäuschte Träume gewesen sind. Menschen verlieren tagtäglich ihr Selbstbewusstsein. Manche sogar ihre Selbstachtung, weil sie erfahren haben, was es heißt, einen Traum zerplatzen zu sehen und es nicht mehr wagen wollen, an etwas Größeres zu denken. Josef, der Träumer. Es ist schon unglaublich, wie sich so alles in unseren Köpfen und was sich so alles in unserer Welt der Vorstellung abspielen kann. Die Begegnung aber mit seinen Brüdern hier endet fast tödlich. Und zum Glück findet sich diese Karawane, auf die Josef aufsteigen kann. Und je nach Perspektive, und darum wird es später im Gespräch auch gehen, je nach Perspektive kann diese Karawane, die ihn jetzt nach Ägypten in die Sklaverei bringt, eher als ein Sinnbild für etwas ganz Schlimmes gedeutet werden. Etwas, was so den Abschluss einer katastrophalen Familiengeschichte kennzeichnet. Oder aber, wie aus der Sicht des Josef, etwas, was besser nicht sein könnte. Für uns von außen betrachtet ist die Karawane der Abschluss einer tragischen Geschichte. Für Josef aber ist es das Beste, was ihm in diesem Moment passieren kann, denn die Alternative wäre der Tod. Eine der größten biblischen Persönlichkeiten, die wir haben im Alten Testament, der Akteur für die Zukunft dieses Volkes und dieser Familie, macht am Anfang, und das müssen wir zugeben, einen fürchterlichen Eindruck. Nicht nur seine Familie, sondern er selbst auch. Aber genau das ist die Geschichte, um die es geht bei Josef. Eine unglaubliche Geschichte von einem Gott, der das Kaputte und das Fehlerhafte nimmt und dieses Fehlerhafte, Kaputte, was aus dieser Geschichte kommt, offensichtlich mit einem Traum ausstattet. Mit einem Traum für die Zukunft. Mit einer Vision. Vielleicht nicht mit Schritten, vielleicht nicht mit einer konkreten Idee, aber mit einem Traum, dass es etwas gibt in der Zukunft für uns alle, was auf uns wartet. Wir müssen verstehen, dass unsere Begrenzungen, die wir haben, und wir haben sie alle nun mal, unser Leben in der Zisterne, in der wir uns vielleicht jetzt gerade aufhalten, wie Josef es damals getan hat, dass das nicht darüber entscheidet, ob Gott einen Menschen leiten will oder nicht. Ganz im Gegenteil, gerade in der Schwäche des Menschen, sagt Paulus im Neuen Testament, kann Gott seine Herrlichkeit am besten offenbaren. Und deswegen ist der Mensch, der gerade in der Zisterne steckt, prädestiniert dafür, eigentlich Gottes Leitung in seinem Leben zu erfahren und zu spüren. Das heißt, wenn du sagst, dass du zu nichts zu gebrauchen bist und dass die Zisterne eigentlich alles ist, was man braucht im Leben, ich glaube, das ist genau der Mensch, der mit einem Traum von Gott rechnen müsste in seinem Leben. Jeder von uns hat eine Bestimmung. Das ist die Aussage, wenn man sich das Leben von Josef anschaut. Jeder von uns hier, wie er sitzt, hat eine Bestimmung für sein Leben. Die von Josef werden wir nächsten Samstag untersuchen, aber unsere persönliche, die sollten wir heute anfangen für uns selbst zu finden. Und wir werden diese Predigt, nachdem ich jetzt Amen gesagt habe, fortführen, indem wir nach dem Gebet uns in drei Gruppen zusammensetzen und diese Gedanken fortführen in drei Bibelgesprächen, in der Hoffnung, dass wir konkreter werden können mit der Geschichte, die wir hier gehört haben. Wir werden das so machen, dass es hier eine Gruppe geben wird. Wir werden uns spontan in einen Kreis setzen, hier einen Kreis. In einem Nebenraum dort gibt es auch so 10, 15 Stühle. Und dort werden wir ungefähr 25 Minuten lang diese Geschichte nochmal rekapitulieren. Und da bin ich gespannt, was unsere Meinungen und Reaktionen auf das sind, was wir heute hier gelesen und gehört haben. Ich bitte euch, steht mit mir auf, dass wir gemeinsam beten und dann gehen wir in drei Gesprächsgruppen. Lieber Vater im Himmel, du siehst uns, wie wir hier vor dir stehen und jeder hat seine persönliche eigene Geschichte. Die eine ist vielleicht glorreich und wunderbar verlaufen, die andere ist gepflastert von Schwierigkeiten und Enttäuschungen. Lieber Vater, aber trotzdem bist du da
und möchte es jedem Einzelnen von uns zeigen, was unsere Bestimmung ist für uns in dieser Welt hier. Ich bitte dich, segne uns. Ich bitte dich ganz besonders, segne uns und unsere Familien, in denen wir leben. Und hilf uns, dass wir beitragen können dafür, dass unsere Familie ein Ort sind, wo wir gerne sind. Lieber Vater, ich bitte dich, sei mit denjenigen, die gerade in der Zisterne leben. Mit denjenigen, die Enttäuschungen durchlebt haben oder gerade daran zu knabbern haben. Ich bitte dich für die Menschen, die verletzt sind, die Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, dass du dich offenbarst und zeigst, dass das nicht alles ist, sondern dass es etwas gibt, was auf sie in der Zukunft wartet. Danke, dass du ein Gott der Hoffnung bist und nicht ein Gott der Zerstörung. Bitte segne uns jetzt in den Gesprächen, die wir miteinander führen werden. Amen.